Arschloch hatte schon wieder dieses Jahr kein Geschenk für mich. Ja, Schatz, das ist ganz schwierig zu erklären. Ich hatte kaum... Ja, ja, immer deine gleichen Ausreden wie jedes Jahr. Ich kann's nicht mehr hören. Ich könnte doch noch was besorgen. Es ist doch erst der 31. Ha? Hallo? Was bist du denn für ein Freak und was machst du hier in unserem Haus? Ihr wisst nicht, wer ich bin. Die bringt uns noch um. Bei dir kann das gerne versuchen. Ich bin der einzig wahre Schmiddi Schnotter. Also, Hockucks, Bockucks, Kuckucksmilch. Den Zauberspruch habe ich noch nie gehört. Schickt den Jungen 7 Tage vor Weihnachten, dann hat er Zeit für ein Geschenk zu machen. Hex, Hex! Janik? Muss ich weniger Wäsche waschen? Immer wieder gern. Moin Moin, meine Chaoten! In 7 Tagen ist Weihnachten und ich habe noch kein fertiges Geschenk für meine Freundin. Da ich als ihr super toller Freund weiß, dass sie Harry Potter liebt und schon immer den Zauberstab von Harry Potter gerne haben wollen würde, tun hätte können, kaufe ich ihr den. Na, Spaß, ich mache ihn nämlich selber. Es ist Schmied DIY. Verklebe die Bretter mit schmierigem Leim, hab die Hilti dabei. Pack die Stichsäge aus und die Kiefer wird weich. Das ist Heimwerker-Rap. So wie dieser Schmiedi hat noch keiner geflext. Stell die Videos einfach ins Netz und dieser Meister Eder schließt ein Schreinergeschäft. Es ist Schmiedi, es ist Schmiedi, es ist Schmiedi, why? Und zwar schauen wir dann jetzt mal, woraus der gemacht ist. Harry Potter One Materials. Da, wie in den Harry Potter Büchern zu lesen ist, ist Harrys Zauberstab ursprünglich aus dem sagenhaften Stechpalmenholz gefertigt. Man sagt diesem Holz nach, es könne Böses vertreiben, mashallah, und enthält im Original im Kern eine Feder von Dumbledores Phönix Hawkins. Okay, das heißt Stechpalmenholz. Stechpalmenholz? Ach, das gibt's also tatsächlich. Sehr gut. Feines Holz, machen wir mal hier auf. Astabschnitt Stechpalme. Okay, das sieht gut aus. Like it's super duper, lights are gonna shine. So, okay, dann haben wir das schon mal. Was nehmen wir jetzt aber? Feder. Wir haben halt ein Problem. Das Holz gibt es, die Phönixfeder gibt's nicht. Weil Phönixe gibt's nur. Deswegen müssen wir mal schauen, was es da für einen anderen Vogel gibt. Phönix. Alternative? Wie sehen denn die aus wie Kraniche? Bin jetzt hier auf den gekommen. Der Scharlachsichtler lebt im nördlichen Südamerika vom westlichen Venezuela bis zur Amazonasmündung in Brasilien sowie auf der Antilleninsel Trinidad, deren Nationalvogel er ist. Ist sogar ein Nationalvogel, kranke Sache. Er bewohnt Feuchtgebiete, fühle ich. Etsy, bei Etsy gibt es doch immer sowas, ne? Aha, hier kannst du hier sogar eine aussuchen. Können wir uns, nehmen wir einen Korb. So, die Feder haben wir jetzt auch. Da müssen wir nur noch warten, bis das Paket ankommt. Oh, ich habe doch gar keine Pizza bestellt. Was ein Unfreundlicher, der hat meine Pakete einfach schon aufgemacht. Oder war ich das, weil ich sie vorher geöffnet habe, um zu gucken, ob wirklich alles drin ist? Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Ja. So, dann packen wir den Lachs doch mal aus. Als erstes haben wir hier das Holz. Hier haben wir einen schönen Flyer von Feines Holz. So, und dann haben wir hier lecker Mais. Also, ich habe mir hier das zweimal bestellt. Das sieht schon mal sehr holzig aus. Jetzt haben wir jetzt 2 Stücke hier. Was ist das? Das habe ich gar nicht bestellt. Oh, ein Stück Holz. Oblatenlebkuchen, Schmackofatzi. Dankeschön. Und das Wichtige, der Kern. Ah, schaut mal. Das ist doch schick. Bloß nicht kaputt machen. Das ist schon cool, die war halt an einem... Dina, wenn du das siehst, jetzt einmal bitte weghören. Oder die nächsten 30 Sekunden einmal bitte skippen. So, also für das Holz habe ich 22,90 Euro mit Versand und so bezahlt. Finde ich in Ordnung. Für 2, ich weiß halt nicht, was sowas normalerweise kostet. Und für die Feder, glaube ich, ein 10er. Mit Versand, glaube ich, irgendwie 15 Euro oder so. Und dazu gab es natürlich auch nochmal hier so ein Holzstück extra. Die Musterung ist halt auch übel nice. Dann würde ich sagen, schaue ich einmal, wie lang der Stab ist und so weiter, damit ich das hier anzeichnen kann. So, Harry Potters Zauberstab ist 28 cm lang. I'll be in my bedroom. Die Dinger sind auch 28 cm lang. Ah, die sind beide etwas schief, ne? Könnte den natürlich auch ein bisschen schräg machen und das hier irgendwie erhalten. Ich habe mir nämlich auch Schmirgelpapier besorgt in verschiedenen Stärken. Das Gröbste, was ich habe, ist 40. Dann das nächste wäre ein 120er, dann ein 220er, dann ein 400er und dann das 1200er. Was ich auch sagen sollte, ich werde die feinen Schnitzarbeiten nur mit diesem Taschenmesser hier machen. Das habe ich von meinem Opi geerbt. Damit habe ich auch diese anderen Dinge hier geschnitzt. Und ich denke, damit werden wir gut zurechtkommen.
Das Ding muss ich ja jetzt irgendwie hier sägen. Das Ding ist, ich habe halt keinen Schraubstock. Wie ist der am schrägsten? Man sieht richtig viel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das... Stunden. Boah, da bin ich am Morgen noch dabei. Dann morgen. Stechpalmholz ist scheiße hart. Digga, ist da... Was ist das? Das bringt ja gar nichts. Schraubstock wäre so easy gewesen. Einspannen, säg, säg, säg. So. So, und vom Ding her, genau, hier einmal das so. Schraubstock, das nächste Mal, das wäre so gut. Schraubstock, das nächste Mal wäre schon sehr gut. Holy shit. Schaut mal, ist auch sehr helles Holz. Von der Dünne her. Digga, das ist ja, als wenn ich das mit dem Brotmesser schneide. Oh, eine Scheiße. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Gefährlich ist gefährlich. Tut sich was. Ich habe gerade mal probiert zu schnitzen. Es ist halt, wie gesagt, sehr hartes Holz. Und ich glaube, da würde ich 8 Jahre dran schnitzen, wenn ich das jetzt nicht sägen würde. Deswegen. Ja, langsam. Ich würde sagen, dann mache ich mich jetzt mal ein bisschen an das Feinere. Ja. Ah, so, Tag 2. Jetzt geht's weiter. Ich denke, heute fange ich an zu schnitzen. Das haben wir bis jetzt geschafft. Ich denke, als nächstes, weil ich hier gut anfassen kann, werde ich erstmal den Teil schnitzen. Obwohl, dann kann ich nachher nicht so machen. Ich denke, wir fangen erstmal hier an. Ich hoffe auch, dass das mit dem Messer funktioniert. So soll das nachher liegen, dass das quasi hier als Unterstützung dient. Mit der Wurzel werde ich so mitgehen. Zack. Gehe dann noch runter, dass ich hier noch so einen Ballen habe. Ja, das mache ich. Oh, ich sehe schon, das wird nichts, Digga. Wie so ein Brotmesser hier, Alter. Aber Yannick, du sägst ja gleich in deinen Tisch. Saures Holz, scheiß drauf. Ah, so, das hier ist abgeschnitten und dann können wir uns jetzt gleich mal ein Schnitzen machen. Vorher aber habe ich eine kleine Ankündigung für euch. Und zwar, die netten Leute von Feines Holz, wo ich dieses feine Holz her habe, haben euch einen Gutscheincode erstellt. Und zwar mit dem Code YannickYT könnt ihr bis zum 1.3.2022 10% auf eure Bestellung sparen. Wenn das kein Angebot ist, schlagt zu. Link ist in der Beschreibung. Und damit nochmal vielen Dank an das Team von Feines Holz. Weiter geht's! Ja, ein scharfes Messer wäre von Vorteil. Meine Fresse, ist das hart. Könnte man jetzt auch, wenn man nur zuhört und nicht sieht, was anderes denken. Und ich wollte das nur mit dem Messer machen erst. Ich dachte, ja, scheiß drauf, gehst du nur mit dem Messer. Ja, halt's Maul, Alter. Hab einen Handschuh gefunden, aber das ist halt einfach die falsche Seite. Nee, Digga, das drückt mir meine ganze Hand zu. Mann! Das Messer ist einfach schon stumpf. Da kannst du nicht mal mehr Pappe mitschneiden. Ja doch, das geht noch. Ja, hat nichts gebracht. Perfekt. Ich hebe halt mehr von meinem Schreibtisch ab, als von dem scheiß tollen Zauberstab hier. Wäre toll, wenn ich den schon hätte, den Zauberstab. Aua! Hier, Sonnengriff wäre toll. Zack. Mann. Nee, ich raste gleich aus. Scheiß hier. Das ist halt, als wenn ich da mit einer Zunge von einer Katze drüber gehe. Das wäre besser. Ja, ich kaufe mir doch jetzt kein Messer für 150 Euro, Digga. Was ist denn los mit dir? Oh ja, warte mal. Decathlon. Moin Moin, Schmidt, guten Tag. Moin. Ne, weil ich gerade so ein kleines Schnitzprojekt dran bin und da bin ich jetzt halt auf der Suche nach irgendwie einem vernünftigen Messer, wo man auch mit schnitzen kann. Ja. Mit denen jetzt so schnitzen kann, gehe ich jetzt mal von aus. Ich denke, dann schaue ich gleich mal vorbei. Ich habe mir jetzt hier so ein Messer gekauft und gleich einen Schleifer. Ja, das Ding hier könnte ein bisschen nerven. Fuck you money, DNA. Mal eben ein bisschen was Handliches gebastelt. Liegt gleich viel besser in der Hand. Oh ja. Das ist schon geil, was man aus Holz alles machen kann, Mann. Es ist so nice. Ich meine, es ist noch lange nicht fertig so, aber...
Was ich auch geil finde, so dieser Übergang von Rinde zu Holz, den kann ich nachher noch schön fein machen. Oh, Bruder, was ist das Astloch hier, Junge? Ist schon geil, dass ich das hier so umwickelt habe. Es hat gleich viel geileren Grip. Es tut nicht weh. Muss ich nur wissen, guck mal, nachher halte ich den ja so. Das heißt, dann sollte das hier oben weg. Ich weiß auch nicht, wie spitz ein Zauberstab ist. Sind die spitz nicht, ne? Aua! Heieieie! Hey Schmiddi im Schnitt, google mal bitte, ob das eins der härtesten Hölzer ist oder nicht. Es wird immer besser, Digga, es wird immer besser. Ich glaube, das Feine mache ich lieber mit dem Sandpapier. Ich glaube, das Gröbste, beziehungsweise schon ein bisschen feiner, ist auch schon erledigt. Er liegt schon mega gut in der Hand. Diesen Feinschliff mache ich halt mit Schleifpapier. Hier hinten soll so ein bisschen so ein kleiner Ball. Das forme ich aber auch lieber mit dem Schleifpapier. So, dann fangen wir mal an zu schleifen. Also als erstes fangen wir mit dem 40er Papier an. Safety first. Fühlt sich schon mega nice an. Das wird ja nachher noch richtig fein. Hier noch mal ein Stück abgesägt, weil mir das doch ein bisschen zu lang noch war. Nebenbei eine Folge Seven vs. Wild. Beste. So, ich glaube, ich gehe da mal ans nächst kleinere Papier. So, 220er. Vierhunderter. Dann gehen wir jetzt mal ins letzte. Das 1200er. Theoretisch könnte man jetzt den nächsten Schritt machen. Da es jetzt aber schon so spät ist, mache ich das morgen. Im Prinzip ist es nur ein Stück Holz so, aber da steckt ja viel Liebe drin. Also, morgen geht's weiter. So, der Zauberstab an sich ist so gut wie fertig. Ich muss den nur noch ein bisschen beizen, ein bisschen einfärben, weil ich ein bisschen dunkler haben möchte. Aber zunächst machen wir mal die Verpackung. Dafür habe ich hier so ganz dünnes Furnierplatte Kiefer besorgt. Ich werde das mal ausmessen.
So, alles zusammengeschnitten. Jetzt geht's ans Aufbauen. Und es schneit einfach einen Tag vor Weihnachten. Wunderbar. So, und dann kann nachher... Ui, ui. Bam! Ich habe eine Kiste gemacht. Jetzt wird gebeizt, damit der Zauberstab nicht so weiß bleibt, sondern ein bisschen dunkler wird. Wer braucht schon Beizpinsel, ihr Lappen? Das sieht schon extrem geil aus. So, ich habe jetzt extra einen Beizhandschuh gekauft. Sieht schon wundernice aus. Ich hab dich gar nicht gesehen, oder? Endlich ist es soweit. Der Zauberstab ist fertig. Er ist super geil geworden. Und natürlich auch die Kiste. Super nice geworden. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so schön wird. Meine Freundin hat sich auch super doll gefreut, obwohl es nur ein Stück Holz war, laut ihrem Bruder. Danke nochmal. Ja, also ich hatte auf jeden Fall super viel Spaß bei dem Projekt. Und was? Ihr könnt mich nicht sehen? Wie könnte man sich nochmal wieder sichtbar zaubern? Auf jeden Fall habe ich schon das nächste Projekt im Kopf. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich demnächst mal machen könnte, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare bei Instagram oder sonst wo. Hauptsache, ich bekomme es mit. Und vielleicht, sofern das da möglich ist, kann ich sogar das Gebastelte an dich verschicken. Also lasst mich bitte unbedingt wissen, wie ihr das Video fandet. Schreibt mir unbedingt einen Kommentar da unten rein. Knallt auf den Like-Button und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Schmidi DIY wieder. Also, bis dann!